Das sind Nisthilfen für unsere Spatzen. Ihr wolltet wissen, wie man die baut. Das machen wir jetzt zusammen. Welche Materialien benötigen wir? Zunächst einmal ein altes Brett mit 20 bis 40 cm Tiefe und es sollte mindestens eine Sparrenbreite umfassen. Weiterhin brauchen wir eine Dachlatte und die Dachlatte dient dann als Auflage für das Abschlussbrett. Das kann ein altes Nut- und Federbrett sein. Das wird dann vorne angesetzt. Los geht's! Hier haben wir noch freie Flächen und da werden wir jetzt als allererstes mal das passende Maß nehmen. Wir haben hier ein altes Brett schon mal vorbereitet. Wir müssen jetzt hier gleich sägen. Der nächste Schritt ist schon die Montage und wir empfehlen, dass wir hier ein bisschen vorbohren, weil sonst reißt das Brett. Ah, Akku leer. Screw it. Warum machen wir das eigentlich? Ja, Forscher haben neulich herausgefunden, je mehr Vögel in deiner näheren Umgebung sind, desto glücklicher bist du. Ja, und wir sind ja eine Familie von EU-Klimabotschaftern und das Projekt ist unser Klimaversprechen. So, jetzt schrauben wir hier die Latten an das Brett. Und dafür verwenden wir alte Schrauben, die wir im Keller gefunden haben. Wir sind schon mal mit der Endmontage und wir empfehlen hier vorher die Schrauben so ein bisschen reinzudrehen, damit ihr unterm Dach dann keinen Ärger habt mit fallenden Schrauben. Stunde der Wahrheit. Sieht gut aus. Wir haben diese Dachlatten etwas kleiner geschnitten, damit sie tadellos beim ersten Anlauf passt. Letzter Schritt. Jetzt haben wir hier drei neue Nisthöhlen für unsere Spatzen.